Wir gehen mit unserem Mauszeiger auf unseren Avatar, dann klicken drauf und tun jetzt unseren Mauszeiger auf YouTube Studio, also auf den Link YouTube Studio bewegen. Und dann klicken wir mit unserer linken Maustaste, also in dem Fall Zeigefinger, linke Maustaste bei der Maus. Und dann gelangt uns der Link zu unserem Kanal-Dashboard. Und das war's eigentlich auch schon, denn wir müssen nichts weiteres tun, wie jetzt unseren Mauszeiger rüberschwenken auf diese Plus, also auf das Plus-Kamera-Symbol mit Erstellen, wo Erstellen steht. Und wir betätigen wieder unsere linke Maustaste und es erscheint uns viel weitere Möglichkeiten. Also im Endeffekt sind es Verlinkungen in der Webseitensprache, würde man das nennen, und müssen einmal Videos hochladen, Livestream starten, Beitrag erstellen und neue Playlist. Und da klickst du bitte auf neue Playlist und dann ruft sich ein kleines Fenstchen auf, also ein Pop-up-Fenster im Endeffekt. Und da können wir jetzt einen Titel Playlist eingeben. Und in meinem Fall möchte ich alte Videos hochladen von MCO. Und diese Missionen sind etwas älter, aber ein Freund von mir sagt, die Missionen wären doch nicht verkehrt, trotzdem hochzuladen. Und dann sage ich, okay, dann nenne ich das einfach alte Missionen und just for fun. Ein bisschen Englisch machen wir auch noch mit dazu. Und dann sagt er mir, ach, Rechtschreibfehler, weil er natürlich nur in einer Sprache das erkennt, stimmt aber nicht, das ist alte Mission. Gut, alte könnte man klein schreiben, weiß aber am Anfang ist, machen wir es jetzt mal groß und Mission machen wir jetzt mal hinzufügen, gut ist. Also der kleine Fehler von diesen Rechtschreibkorrektur-Tools ist, dass sie beide Sprachen nicht unterscheiden, also nicht in beiden Sprachen wechseln können. So, und wir machen ein Emotion natürlich, damit ein bisschen auffällig ist und machen das drin und was wichtig ist, hier dann spielen, spielen, da ist er. Just for fun, im Bett, passt. Und dann können wir aussuchen, öffentlich und privat. Und das wird natürlich öffentlich, ganz klar. Und dann klickst du auf den Link erstellen. Wobei gemerkt, also es ist ein Link, es ist kein Button. Weil man könnte ja sagen, Button, aber es ist wirklich ein Link. Und klickst auf erstellen und tada. Und nun ist die Playlist erstellt. Und wo die Playlist zu finden ist, ist ganz einfach. Und zwar musst du nichts anderes tun, wie dann auf die Inhalte klicken, also hier, und wenn du das gemacht hast, also auf diesen Link, dann kommst du auf Inhalte des Kanals, in dem Fall, in meinem Fall ist es mein Kanal, in deinem Fall wäre es dann dein Kanal, und da hast du vier Registerkarten. Einmal Videos, Livestreams, Beiträge und Playlists. Und da einfach dann mit der linken Maustaste auf den Link Playlist draufklicken und voilà, mon amour, monsieur, wir haben unsere Playlist. Und ja, es ist ein Bug, denkt man, ist es aber nicht. Es ist von YouTube-Programmierern so gewollt, dass wenn ich mein Cursor nach oben bewege, dass dann mit Absicht ein Stift anzeigt und der Titel von der Playlist ausgeblendet wird. Zumal es die Funktionalität auch betont, dass ich da drauf bin und nirgendwo anders. So, wenn jetzt der Titel nicht ausgeblendet werden würde, dann sind manche sind nicht sicher und dann hat man halt entschieden vom Google Management, dass man sagt, hey, wir blenden das aus, dann weiß derjenige, dass er da drauf ist. Kann man so oder so sehen, aber so viel dazu, wie du eine Playlist erstellst. That's it. Ah, fast hätte ich es vergessen. Wenn dir das Video gefallen hat, abonnieren, liken und Daumen nach oben und eine Glocke nicht vergessen. Und ja, hey, es ist kostenlos.